Moin, herzlich willkommen. Mein Name ist Arne Lietz, ich bin SPD-Europaabgeordneter und ich freue mich sehr, heute zu meinem blauen Mikrofon Arne Lietz fragt zu Europa Bernd Lange begrüßen zu können vom Ausschuss für Handelsfragen und dessen Ausschussvorsitzender. Moin Bernd. Moin. Schön, dass wir heute zum Thema Freihandelsabkommen sprechen können. Es gab bei der SPD einen Konvent 2014 zum Thema TTIP und CETA. Was hat es damit auf sich und was ist danach parlamentarisch passiert? Ja, Arne, wir haben ja sehr intensiv in der SPD diskutiert, wie ein modernes, gutes Handelsabkommen heutzutage aussehen muss. Und das muss sicherlich anders aussehen, als es noch vor 20 Jahren war, als es wirklich nur um Zölle ging. Heutzutage geht es um die Regulierung von Globalisierung, es geht um Standards, um gute Arbeitnehmerrechte. Und das haben wir auf dem Konvent 2014 besprochen und letztendlich auch 14 Kriterien für ein gutes Handelsabkommen beschlossen. Und das ist eigentlich die Geschäftsgrundlage, auf der wir hier im Europäischen Parlament uns auch bewegen. Wir haben im Juli 2015 auch eine Position des Parlamentes zu TTIP, also den Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten, beschlossen, die sehr ähnlich dem ist, was wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten für ein gutes Handelsabkommen definiert haben. Und das gilt denn natürlich auch für andere Handelsabkommen, wie zum Beispiel das mit Kanada. Und da liegt ja nun ein Text vor, der jetzt geprüft wird anhand dieser Kriterien. Und das werden wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ja am 19. September in Wolfsburg nochmal sehr genau machen. Ich glaube, da gibt es Stärken und es gibt auch Schwächen. Und die Schwächen muss man nochmal angehen und entsprechend ausbügeln, sodass letztendlich nur ein gutes Abkommen die Möglichkeit hat, auch ein Ja der SPD zu bekommen. Herzlichen Dank. Wir haben das zusammen mit den Gewerkschaften gemacht. Der erste Konvent, das waren rote Linie mit den Gewerkschaften. Wie stehen die Gewerkschaften zu dem Prozess? Auch gerne nochmal eine kurze Frage, wie ist der Stand zu TTIP? Wie stehen die Gewerkschaften jetzt zum Prozess, zum Freihandelsabkommen mit Kanada? Ganz wichtig für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist natürlich, dass Arbeitnehmerrechte in einer globalisierten Welt gestärkt werden. Und insofern macht es Sinn und ist ja auch aus der Geschichte der SPD eigentlich zu erklären, dass wir ganz eng mit den Gewerkschaften in Europa, aber auch mit den Gewerkschaften in den Partnerländern, mit denen wir verhandeln, zusammenarbeiten. Das haben wir bei TTIP gemacht. Also ich habe mehrfach mit Herrn Trömka, dem Chef der amerikanischen Gewerkschaften, gesprochen, weil wir hier auch ein Fundament legen wollen für ein universelles, ich sag mal, Arbeitnehmergrundgesetz, was überall gelten soll, also die 8 Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation. Leider muss man feststellen, in den Vereinigten Staaten ist es zurzeit nicht, wie das so schön heißt, gut Kirschen essen. Die bewegen sich nicht. Wahrscheinlich bedingt aufgrund ihrer innenpolitischen Situation. Ich glaube nicht, dass in absehbarer Zeit da ein Abkommen erfolgreich ausgehandelt werden kann. Deswegen sage ich, TTIP ist zurzeit ein totes Pferd, das kann keiner reiten. Wir wissen überhaupt nicht auch, wie die Wahlen ausgehen werden und wie die neue amerikanische Regierung sich denn positionieren wird. Also da warten wir mal ab. Im Moment wird sich da nichts am Horizont entwickeln. Bei dem kanadischen Abkommen, da ist es ja konkreter, da liegt ein Text vor. Und auch da gilt es, glaube ich, sehr genau, mit den Gewerkschaften auf beiden Seiten des Atlantiks zu gucken, was gut und was noch nicht so gut ist. Und das haben wir auch gemacht. Ich war letzte Woche in Kanada, habe nochmal mit dem kanadischen Gewerkschaftsvorsitzenden Hassan Youssef gesprochen. Und wir haben eine gemeinsame Positionierung für ein bisschen Nacharbeit zu dem Text, der jetzt auf dem Tisch liegt, erarbeitet. Und da sind wir gerade dran. Wunderbar. Das ist geschehen, auch mit der kanadischen Regierung, dass man dort in Gespräch ist. Wir haben jetzt den Konvent am 19. September. Und wie geht es danach weiter? Was sind mögliche Inhalte, die aus dem Konvent hervorgehen sollten? Wie ist dann das weitere Prozedere für dieses Freihandelsabkommen? Wann wird es parlamentarisch besprochen? Ja, zunächst, Arne, muss man, glaube ich, nochmal deutlich sagen, das ist ja kein Abkommen zwischen Deutschland und Kanada. Das ist ein europäisches Abkommen. Insofern werden wir auch nicht nur als Deutsche mit der kanadischen Regierung reden, sondern als Europäerinnen und Europäer. Und das heißt auch, hier im Parlament mit vielen Kollegen zu sprechen, aber auch mit
den Regierungen der Länder und auch den Gewerkschaften in anderen europäischen Ländern. In Schweden zum Beispiel sehen die Gewerkschaften das Abkommen weitaus nicht so kritisch wie einige deutsche Gewerkschaften. Also wir müssen den europäischen Prozess auch beachten und insofern werden wir auf dem Konvent sicherlich aus einer sehr deutschen Perspektive Positionen beziehen, die dann in die europäische Beratung einfließen werden. Ich glaube aber, dass es um drei Problemzonen geht. Also die Frage der materiellen Rechtsgrundlagen für Investitionsgerichte, dass da wirklich nur die Frage der unmittelbaren Diskriminierung von ausländischen Investoren gegenüber inländischen zum Tragen kommen kann. Auch die Richterinnen und Richter, dass die wirklich unabhängig sind. Die Frage der öffentlichen Daseinsvorsorge, sichergestellt wird, dass hier kein zusätzlicher Wettbewerbsdruck durch eine Marktöffnung geschieht und dass die Umsetzung der Arbeitnehmerrechte unter Beteiligung der Gewerkschaften auch in vernünftigen Bahnen läuft. Also drei Bereiche, wo man vielleicht das ein oder andere Nacharbeit leisten muss, um auch wirklich hier Klarstellungen und eine Perspektive für die Zukunft zu entwickeln. Aus deutscher Perspektive, aber vor allen Dingen aus europäischer Perspektive. Deswegen wird es auf den Handelsministerrat am 22. und 23. in Bratislava ankommen, dass dort Eckpunkte schon angepackt werden. Und dann wird nach einer Unterschrift wahrscheinlich am 28. Oktober das Ding ins Parlament kommen. Und dann sind wir dran, Arne, du und ich, das nochmal auf Herz und Nieren zu prüfen. Und dann vielleicht über das Abkommen Anfang nächsten Jahres abzustimmen. Es gab Diskussionen, und insofern greife ich den Ball nochmal auf, dass das eben europäisch noch diskutiert werden muss, auch in den Parlamenten. Es geht hier um ein sogenanntes gemischtes Abkommen. Da hat sich jetzt die Kommission auch dazu bringen lassen, dass Teile des Abkommens, die nationale Hoheiten betreffen, eben auch national besprochen werden. Was passiert dort und wie lange wird der Prozess dauern? Ja, wir haben eigentlich ja die Zuständigkeit in der Handelspolitik auf der Europäischen Union und deswegen ist dann auch das Europäische Parlament das demokratisch legitimierte Gremium, was darüber entscheidet. Aber in der Tat gibt es manchmal Handelsabkommen, Teile, die nationale Kompetenzen berühren. Zum Beispiel Fragen, die strafrechtlichen Bezug haben oder einige Fragen Verkehrsrechts. Und das wird zurzeit überprüft, welche Teile explizit aus dem Vertragswerk herausgenommen werden, die dann erst angepackt werden können, wenn alle Parlamente der 28 Mitgliedstaaten zugestimmt haben. Wir werden, wenn das Europäische Parlament Ja sagt, den größten Teil des Abkommens, was dann der europäische Teil ist, ich denke mal so 90%, vorläufig anwenden. Und dann müssen die Parlamente der 28 Mitgliedsländer entscheiden. Ich glaube, insgesamt sind es 38. Also in Deutschland ist zum Beispiel Bundesrat und Bundestag. Und erst wenn die alle okay gesagt haben, dann treten die Nationalkompetenzteile auch in Kraft. Ich denke mal, bei dem Kanada-Abkommen gehört da auch der Investitionsgerichtshof dazu. Der wird also erst dann in Kraft gesetzt, wenn alle 28 nationalen Entscheidungsgänge abgewickelt sind. Das kann eine Zeit lang dauern. Wir haben das Beispiel von dem Abkommen Südkorea. Das hat 5 Jahre gedauert. Da war das italienische Parlament das letzte, was Ja gesagt hat. Ganz herzlichen Dank für die weiten Ausführungen. Das Thema wird uns auf jeden Fall die nächsten Wochen und Monate intensiv beschäftigen. Wir werden erneut nachfragen. Und ganz herzlichen Dank für dein außerordentliches Engagement, was du eben mit den Gewerkschaften, aber eben auch europäisch angehst. Alles Gute und frohes Schaffen und dass wir hart am Wind an diesem Thema dranbleiben für gute Arbeit weltweit und einen fairen und besseren Handel. Herzlichen Dank. Gerne, Arne. Und dir auch alles Gute. Danke.